Hallo zusammen, mein Name ist Yves Schwarz. Ich bin Chemiker, Sicherheitsingenieur und Produktmanager bei der Träger Schweiz. Gerne würde ich Ihnen heute die Träger Voice Datenbank vorstellen, wo Sie sehen können, welche Substanzen Sie messen können und wie Sie sich mit unseren Produkten auch von den Substanzen schützen können. Gerne würde ich gerne einsteigen und Ihnen direkt zeigen, wie das funktioniert. Sie öffnen Ihren normalen Internetbrowser, gehen auf unsere Homepage und gehen hier direkt unter Produkten, Lösungen und finden unter den Industriereiter direkt die Träger Voice Gefahrstoffdatenbank bzw. Suche. Sie klicken darauf und werden direkt so weitergeleitet, dass Sie hier Ihre Substanznamen eingeben können. Wir nehmen hier mal einfach das Ethanol. Sie bekommen diverse Vorschläge, wählen sich den entsprechenden aus, in dem Fall das Ethanol, und klicken dann weiter. Wir können da aber auch die COS-Nummer eingeben oder die Summenformel. Als Übersicht sehen wir dann hier vom Ethanol die Details, wir sehen die Grenzwerte und weitere chemikalisch-physikalischen Eigenschaften und kurz eingegangen auf die Grenzwerte. Bei den Grenzwerten, wenn Sie sich über die Schweizer Homepage einloggen, sehen Sie direkt die Schweizer Grenzwerte der SUVA. Und da wir immer im regelmäßigen Kontakt mit der SUVA stehen, sind diese Werte immer abgeglichen. Das heißt, die müssen eigentlich keine anderen Datenbanken mehr öffnen und können unsere Kurzzeitgrenzwerte, MAC-Werte übernehmen. Wenn Sie weiter scrollen, sehen Sie dann eine Übersicht von unseren Geräten und Schutzartikeln, die Sie benötigen, für sich zu schützen. Im ersten sehen Sie hier die tragbaren Gaswarngeräte, mit denen Sie die Sachen detektieren können. Wir sehen hier auch die Röhrchen, mit denen Sie die Gase oder die Substanzen messen können, falls sie noch nicht bekannt sind. Wir sehen hier die stationären Anlagen, mit denen Sie auch stationär messen können. Und wenn wir über die PSA sprechen, sehen wir hier die verschiedenen Filter, die Sie benutzen können, von Rundgewinde bis Bajonettverschlüssen. Man sieht hier die verschiedenen Vollschutzmasken, die Sie anwenden können. Und wenn Sie nicht direkt atmen möchten durch den Filter, sehen Sie hier auch das Gebläsefiltergerät mit den diversen Einfiltern, die spezifisch für die Substanz schon ausgesucht sind, die Sie eingegeben haben. Wenn Sie auch noch Körperschutz möchten, sehen Sie hier unsere Schutzanzüge, die Sie einsetzen können, um sich zu schützen, mit den jeweiligen Permeationszeiten direkt verlinkt und verknüpft. Alle Detailinformationen sehen Sie jeweils, wenn Sie zum Produkt klicken. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen schönen Überblick geben über die Voice-Gefahrstoffdatenbank und hoffe, Sie können von jetzt an sich schützen und auch messen. Vielen herzlichen Dank. Auf Wiedersehen.